Oh, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen ein bisschen Waldkurzwissen, weil ich gerade was Interessantes gefunden habe. Und dafür müssen wir ein ganz kleines bisschen ausholen, weil aktuell ist ja gerade Frühling. So, und jetzt ist so ein Laubbaum ja bekanntlich im Winter kahl. Und was hat er dann stattdessen? Statt Blätter? Knospen. Und in diesen Knospen, das ist hoffentlich bekannt, stecken die Blätter. Und die sollen jetzt im Frühjahr, jetzt wo es warm wird, austreiben und sich ausfalten und entsprechend Photosynthese machen können. Und dafür brauchen diese Blätter jetzt nur noch eine Sache, weil die sind schon vollständig, wirklich komplett fertig in der Knospe vorhanden. Wasser. Die müssen einfach aufgepumpt werden, damit sie sich ausdehnen können. Es werden noch diverse andere Stoffe eingelagert, aber im Prinzip ist da ein vollständiges Blatt bereits drin. Das heißt, die Bäume müssen im Frühjahr einen Haufen Wasser hoch in ihre Krone befördern, damit halt eben ihre entsprechenden Blätter austreiben können. Und sobald das passiert ist, setzt die Photosynthese ein. Wenn die Photosynthese einsetzt, dann verläuft der Wassertransport von alleine, weil die Photosynthese verbraucht Wasser und zieht damit automatisch das Wasser aus dem Boden durch den Stamm nach oben. Das ist überhaupt kein Problem, das ist auch unzweifelhaft erklärbar, wie das funktioniert. Was man noch nicht hundertprozentig weiß, ist, wie genau das funktioniert mit dem Wassertransport, solange noch keine Photosynthese eingesetzt hat. Sprich, das Wasser, das zum Laubaustrieb vonnöten ist. Was wir allerdings wissen, ist, dass es funktioniert und dass ein Haufen Wasser eben durch die Wurzel aus dem Stamm, noch Reserven aus dem Winter, wo immer der Baum Speicherkapazitäten hatte, hat er jede Menge Wasser gespeichert und das wird jetzt zum Laubaustrieb benutzt. Es muss aber auch neues Wasser durch die Wurzel im Regelfall aufgenommen werden, damit er dann halt eben wirklich die enorme Wassermenge, die notwendig ist, um seinen Laubauftrieb zu bewerkstelligen, irgendwo herkriegen kann. So, interessant ist jetzt Folgendes. Hier haben wir einen Buchenstumpf und der ist nass. Und jetzt müsst ihr wissen, ich hocke hier auf dem Waldboden. Der ist nämlich einigermaßen ziemlich trocken. Also trocken genug, dass man ohne eine Unterlage drauf sitzen kann. Dieser Stamm ist aber nass. Und komischerweise ist nur die Oberfläche nass, ne? Der Rand ist nicht nass, beziehungsweise hier, wo es runterläuft. So, wie geht das jetzt vonstatten? Ja, und was wir hier sehen, ist halt der Versuch dieser abgesägten Buche trotzdem auszutreiben. Die möchte jetzt gerade das Wasser nach oben in ihre Krone, die fehlt, befördern, um eben entsprechend ihr Laub auszufalten und loszulegen mit Photosynthese. Ist zugegebenermaßen jetzt, wenn man Bäume mag, ein etwas schmerzhafter Anblick, wie ich finde. Ne? Also diese Buche hat noch nicht mitbekommen, dass ihr ein großer Teil ihrer oberirdischen Biomasse leider abhanden gekommen ist. Was heißt leider? Wurde Zeit. Aber ja, da muss man jetzt, also auch als großer Befürworter der Forstwirtschaft, muss ich da mal ein bisschen schlucken, wenn ich sowas sehe. Sieht man selten, liegt daran, dass das Ding wahrscheinlich erst, beziehungsweise bereits im tiefsten Winter gefällt worden ist, als es so sehr, 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 sehr kalt war, hat man hier noch eine Menge Holz gemacht und deswegen hat die es noch nicht mitbekommen sozusagen. Die war ja noch im Winterschlaf, wurde gefällt und jetzt wacht sie auf, beziehungsweise wachen ihre Wurzelzellen, ihre untere Biomasse, die wacht auf und will jetzt halt eben entsprechend das tun, was sie im Frühjahr halt nun mal tun muss. Und das funktioniert halt nun mal nicht. Und deswegen kann man hier jetzt sehen, dass da Wasser aus dem Stamm gedrückt wird, weil ein Austrieb stattfinden soll. Das war es eigentlich im Wesentlichen auch schon, was man hier jetzt zu sagen hat. Jetzt darf sich jetzt jeder selber seine Gedanken machen, ob er das nun traurig, hochdramatisch oder einfach nur interessant findet. Macht's gut. Tschüss.